Na, guten Morgen. Wollen wir doch mal loslegen. Laden für Emden. So, jetzt bin ich doch schon fertig mit Laden hier. Jetzt muss ich bloß noch mal kurz in die Dispo die Papiere von der Woche abgeben, dass die das schon mitschicken können nach Bamberg. Zwecks der Rechnerei, Bezahlerei und. Je eher die Frachtpapiere im Büro sind, umso eher kriegen wir ja unser Geld. Ja, und dann geht's auf nach Emden. Gas geben hier. Mal beschleunigen auf 65. Ich habe heute ein bisschen mehr schweres Zeug drauf. Das merkt man aber auch sofort. Sonst habe ich immer viermal schwere Hub und fünfmal leichtere Hub. Und jetzt habe ich siebenmal schwere Hub und zweimal leichtere Hub. Also das merkt man schon. Naja, Plauen wird nie langweilig. Es ist immer was anderes. Die Straßen sind zwar immer dieselben, aber es laufen andere Leute lang, es fahren andere Autos lang. Mal fahre ich schneller, mal fahre ich langsamer. Mal sind die Ampeln rot, mal sind sie grün. Macht schon ein bisschen, bis er in die Gänge kommt hier, mein Dicker. Merkt man richtig, dass ein bisschen was mehr drauf ist heute. Na, gestern hatte ich ja volle Hütte, 23,9 Tonnen mit dem Lackzeug. Also tanken tue ich heute nicht. Das brauche ich heute nicht. Und morgen runter zu kann ich tanken. Da fahre ich dann gleich Bad Klosterlausnitz runter und dann quer durch die Pampa nach Hermsdorf zum Tanken. So, heute zeige ich euch mal das Hermsdorfer Kreuz aus einer vollkommen ungewohnten Perspektive. Heute fahre ich nämlich einfach mal quer durch. Nicht wie sonst immer außenrum über Hermsdorf. Heute geht es einfach mal gerade durch. Durchs Hermsdorfer Kreuz. Bin ja gespannt, wenn die mal hier mit den ganzen Anschlussstellen fertig werden, ringsrum ums Hermsdorfer Kreuz. Es ist ja hier nervig, was die hier veranstalten. Mit ihren Baustellen. Ständig bauen die hier an dem Hermsdorfer Kreuz irgendwas. Statt sie es einmal gleich richtig machen, wenn sie alles sperren. Nee, dann machen sie hier tausendmal, fangen sie an und neu sperren und wieder aufmachen und wieder sperren. Ist schon irgendwie belastend. Ja, bis August wollen sie fertig sein. Haben sie nicht mehr viel Zeit. 2 Monate.
Tier, so habe ich es euch noch nie gezeigt. Immer nur, wenn ich reingefahren bin, tanken kann von der anderen Seite hier. Na, dann wollen wir mal fix quer rüber auf die A38, damit wir dann nachher im Harz verschwinden können. Abtauchen im Harz. Na, ihr Schweinchen. Eine Fuhre Schweine fährt nicht von alleine. Geht das schon wieder los? Nee, nee, nee. Nicht singen. Und vor allem nicht deine fürchterlichen Reime, Klaus. Würde die Lilly jetzt wieder sagen. Aber die hört's ja nicht, deswegen kann ich's tun. Na, Verkehrskontrolle voraus. Mal sehen, ob ich mit dran bin oder ob sie mich durchlassen. LKWs und Busse. Na, da bin ich ja jetzt gespannt. Auf der Quervorderplatte lauern sie. Na, lässt er mich vorbei oder winkt er? Sieht fast aus, als ob ich Glück habe. Die gucken mit dem Fernglas. Mich hat er vorbeigelassen. Haha. Und der Blitzer steht auch gleich noch hier, weil hier ja 60 ist. Das ist raffiniert. Da ist 60 Verkehrskontrolle und da ist auch gleich noch der Blitzer aufgebaut. Ha! Zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber ich denke mal, wenn die mit dem Fernglas gucken, da werden die wohl gucken, wer angegurtet ist und wer nicht. Und dann ziehen sie die raus, die nicht angegurtet sind. Weil es gibt noch ganz viele Kollegen, die sich zu fein sind, einen Gurt anzulegen. Ich verstehe es zwar nicht, aber es muss jeder für sich selber entscheiden. Also, der Kelch ging nochmal an mir vorbei. Ich bin durchgehuscht. So, ho, ho. Wie der Rubin so schön geschrieben hat. So, ho, ho. Aber eigentlich sage ich immer nur so. Jetzt biege ich ab in den Harz. Auf die B243. Wie immer, wenn ich hier lang fahre. Nee, einmal bin ich schon gerade ausgefahren bis Dreieck Drammetal. Da war die B243 gesperrt wegen LKW-Unfall. Aber normalerweise biege ich immer hier ab. Ich sehe schon LKWs, LKWs, LKWs. Na gut. Wurst gestrichen. Alles voll.
gestrichen. Kein Platz zum Parken. So ein Mist aber auch. Naja, das ist halt beliebtes Dingens hier, beliebte Wurstbude. Dann werde ich in 44 Minuten eine Dreiviertelstunde Pause machen und mir selber was warm machen. Hab ja noch genug mit, wäre ja bloß, naja, hätte sich ja angeboten. Nach langem mal wieder eine Wurst zu essen. Hab ja erst am Montag eine gegessen. So, Pause beendet. Jetzt geht's weiter. Der Parkplatz ist so riesig, aber der muss sich genau gegenüber von dem LKW stellen. Also manche Leute denken überhaupt nicht ein bisschen mit. So, jetzt muss ich schauen, dass ich es in einem Ritt hochschaffe. Ach, ist noch massig Platz. Da kriege ich dann auch noch ein Plätzchen zum Übernachten. Das ist dann kein Problem. Ja, Schichtzeit, Lenkzeit, das ist alles ein bisschen im Argen heute hier. Schichtzeit nicht so sehr, aber die Lenkzeit habe ich noch 45 Minuten. Naja, da komme ich nirgends mehr hin, falls ich noch geladen werde. So, jetzt schmeiße ich euch erstmal raus. So, das hat nicht geklappt mit dem Laden, das ist noch nicht fertig. Ach, machen sie mir sogar die Schranke auf. Das ist ja nett. So, dann stelle ich mich hier auf den Parkplatz. Mach schön Pause bis morgen früh um 7 und melde mich dann da drinnen wieder an. Wo ich jetzt laden sollte, also wo ich morgen früh sowieso, ich soll ja sowieso erst morgen früh laden, aber es hätte ja sein können, dass es fertig ist. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können, aber naja. Was nicht ist, das ist nicht. So, mal schön vorsichtig hier durch. Und hier hin. Hier stehe ich gut. So, hat nicht sollen sein, hat nicht so geklappt, wie ich mir es eingebildet habe. Ich dachte, ich könnte heute schon laden. Das ist auch schon zum Teil fertig, aber eben noch nicht alles. Das wird erst morgen früh fertig. Um 7 soll ich morgen kommen, haben sie gesagt, so gegen 7. Und dann kriege ich das geladen. Dann mache ich jetzt Feierabend, gehe in mein Bettchen. Es erst noch lecker Rouladen und dann wird geschlummert bis morgen früh. Also dann, meine Lieben, stau- und knitterfreie Fahrt und haltet schön eure Stoßstange. Tschüss.